Brauchen Kinder Nahrungsergänzungsmittel? Ich meine in der Regel nein. Warum? Erkläre ich in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In der Sprechstunde werde ich häufig mit der Frage von Eltern konfrontiert, ob es nicht sinnvoll sei, ihrem Kind ein Nahrungsergänzungsmittel zu geben, zum Beispiel weil es doch so ein schlechter Esser, weil es so häufig krank oder oft so müde sei, weil es sich nicht so gut konzentrieren könne und weil es so blass aussehe. Offensichtlich sind diese Eltern in Sorge und wollen das Beste für ihr Kind. Und von Nahrungsergänzungsmitteln erhoffen sich Eltern eine Besserung. Jedoch, meine persönlichen Beobachtungen in mehreren Jahrzehnten kinderärztlicher Tätigkeit zeigen klar, dass es nur wenige Kinder gibt, die Nahrungsergänzungsmittel wirklich brauchen und auch merklich davon profitieren. Und das sind hauptsächlich chronisch kranke Kinder, die zum Beispiel wegen einer Stoffwechselerkrankung oder einer Erkrankung des Verdauungsapparates nicht in der Lage sind, die lebenswichtigen Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Übrigens, falls Sie dieses Video hilfreich finden, klicken Sie den Daumen nach oben und dann wird dieses Video auch anderen Eltern vorgeschlagen. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, kriegen Sie immer mit, wann ein neues Video erscheint. Es gibt Studien, die eindeutig belegen, dass bei ausgewogener, abwechslungsreicher Kost eine ausreichende Versorgung mit allem Notwendigen erfolgt. Aber genau das ist der Knackpunkt. Viele Eltern haben Angst, dass ihrem Kind etwas fehlt, weil es eben nicht alles isst. Frage ich dann genauer nach, kommt raus, dass dem selten wirklich so ist. Es geht nicht darum, dass ein Kind alles isst, um seinen Körper ausreichend mit allem zu versorgen, sondern dass es von allem etwas isst. Es muss also nicht jedes Gemüse essen, aber wenigstens ein paar. Es muss nicht alle Obstsorten essen, aber wenigstens einige. Wenn Fleisch oder Wurst zweimal in der Woche gegessen werden, reicht das für eine ausreichende Versorgung mit allem, was das Fleisch zu bieten hat, nämlich vor allem leicht verfügbares Eisen und Vitamin B12, völlig aus. Ich habe den Eindruck, dass Nahrungsergänzungsmittel oft als Lösung für das Problem des wählerischen Essens eines Kindes angesehen werden. So nach dem Motto, na, wenn mein Kind das nicht essen mag, dann bekommt es eben stattdessen ein Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist grundverkehrt. Es muss das Ziel einer guten Esserziehung sein, dem Kind schon ganz früh beizubringen, dass es von allem etwas essen muss. Selbstverständlich ist das Wissen um eine gesunde, ausgewogene Kost die Grundvoraussetzung für das Kochen und Essen. Aber das ist ja durch wenige Klicks einfach rauszufinden. Und dann kommt es entscheidend auf uns Eltern einmal als gute Vorbilder an und auch auf unsere Erziehungsmethoden. In meiner Familie zum Beispiel galt das Gebot für alle, auch für die Eltern, dass von allem, was auf dem Tisch steht, wenigstens probiert werden muss. Allein diese Regel führte dazu, dass meine Kinder dadurch die Möglichkeit hatten zu erfahren, dass etwas, was vielleicht in ihren Augen komisch ausschaut und was vielleicht komisch riecht, durchaus trotzdem gut schmecken kann. Und wenn es auf diese Weise von allem isst, so bekommt jedes Kind alles an Nährstoffen und Vitaminen ab, was es braucht. Tatsächlich müssen wir Menschen nicht alles essen, aber eben von allem etwas. Ich gehe so weit zu behaupten, dass es bei uns in Deutschland angesichts des vorhandenen Lebensmittelangebotes für einen gesunden Menschen bei einer ausgewogenen Ernährung unmöglich ist, einen relevanten Nährstoffmangel zu entwickeln. Dennoch gibt es wahrscheinlich nicht zu Unrecht eine Verunsicherung bezüglich der Qualität unserer Lebensmittel durch den industrialisierten Herstellungsprozess. Und unsere Ernährungsgewohnheiten, denken Sie an das Fastfood, sind auch nicht optimal. Auch dafür soll die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln als Lückenbüßer dienen. Aber sicher nicht zu Unrecht wird davor gewarnt, unkontrolliert Nahrungsergänzungsmittel zu geben. Der Satz "viel hilft viel" sollte keinesfalls für Nahrungsergänzungsmittel gelten, insbesondere nicht für Kinder.
Sollten Sie über die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln für Ihre Kinder nachdenken, empfehle ich Ihnen dringend, darüber mit Ihrem Kinderarzt zu sprechen. Er wird auch entscheiden, ob gegebenenfalls vorher eine Blutuntersuchung sinnvoll ist. Wichtig zu wissen ist, dass man außer Eisen viele Mangelzustände im Blut nicht einfach so feststellen kann. Schließlich kommt es nicht auf die Konzentration im Blut, sondern in der Zelle an. Und das zu messen, ist schwierig. Und dann ist auch zu beachten, dass sich die Qualität eines guten Nahrungsergänzungsmittels darin auszeichnet, dass nicht nur der Inhalt genau dem entspricht, was draufsteht, sondern dass dieser Inhalt auch vom Körper aufgenommen werden kann. Denn die Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen ist ein hochkomplexer Vorgang, bei dem es auch darauf ankommt, was zusätzlich gegessen wird, damit Nährstoffe resorbiert, also vom Körper aufgenommen und nicht einfach über den Stuhl wieder ausgeschieden werden. Denken Sie an die fettlöslichen Vitamine, die nur im Beisein von Fett auch vom Körper aufgenommen werden können. Wenn Sie nun aber glauben, dass die Infektanfälligkeit oder die mangelnde Konzentrationsfähigkeit oder die auffallende Trägheit Ihres Kindes von einem Nährstoffdefizit herrühren, weil Ihr Kind sich nicht ausgewogen ernährt, dann schlage ich einen Kompromiss vor. Für 3 Monate Nahrungsergänzungsmittel in gewichts- und altersangepasster Dosierung zu geben und danach zu überprüfen, ob sich an den auffallenden Symptomen irgendwas verbessert hat. Ich betone und wiederhole aber nochmal, dass die beste und natürlichste Art der Nährstoffaufnahme über ausgewogenes Essen erfolgt. Zum Schluss noch ein Tipp für eine gesunde und natürliche Nahrungsergänzung. Machen Sie es wie ich und ergänzen Ihr Vesperbrot durch einen Apfel. Dann schmeckt beides nämlich doppelt so gut. Gesund ist es sowieso. Und übrigens ist an dem Satz "One apple a day keeps the doctor away" ganz sicher was dran.